Unboxing-Video von den neuen Marzocco. Das extraierte Parfüm von Roberto Ugolini ist hier drin. Ich habe hier oben nur aufgemacht, mehr nicht. Und das ist die alte Version. Ja, das ist ein sehr geiler Duft, Unique-Duft, also wirklich einzigartig mit einer normalen Performance, Enziage und Hyperkeit. Und deswegen kommt wahrscheinlich das extraierte Parfüm oder deswegen haben sie es kreiert, weil viele sich beschwert haben, dass die Hyperkeit nicht so gut ist bei so einem geilen Duft. Dieser Duft ist auch einmalig. Er riecht einfach wie kein anderer. Und ich habe so viele Düfte, ihr wisst es. Er riecht wie eine Süßspeise von früher oder ich weiß es selber nicht. Ein sehr geiler Duft. Und ich bin jetzt mal gespannt, ja, zu den neuen Extraierter Parfüm und was dazugehört alles. Für alle Neuen natürlich, bleibt hier, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal. Das wird mich natürlich freuen. Mein Name ist Dennis aka Frankenstock aus Hamburg, genau. So, wollen wir den auch machen? Ja, ne? Wir machen das jetzt mal auf. Wir packen den alten mal weg. Also, wie gesagt, kleiner Karton hier. Das finde ich übrigens mal positiv, dass der klein ist und nicht so eine riesen Teile. So, das schaut schon mal nice aus. Da haben wir den Marzocco. Übrigens selber gekauft bei The Nose Behind. Also, ich habe ihn selber gekauft. Ne? Das vorweg. So, auf jeden Fall Marzocco. Also ich muss schon sagen, das ist cool, das ist nice und ja, dann werden wir den mal aufmachen. Und dann bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie dieser Duft ist. So, da kommt natürlich das Orange raus, eine schöne OVP, schaut euch das an. Das ist nett hier, ja, das ist nett. Ich weiß nicht, ob das echtes Leder wird es nicht sein, glaube ich. Aber wir machen jetzt das auf und da haben wir ihn. Schaut er nice aus oder schaut er nice aus? Mit Samt. Ich dachte, er wäre lackiert. Nein, er ist mit Samt. Na, das finde ich geil. Ne? Das muss man so stehen lassen. Und ja, zu der OVP also schon mal Gold. Und er fühlt sich richtig gut an in der Hand. Wow. Schaut euch das an. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Sehr nice, ja, das hat was. So, ich werde jetzt den Vergleich ziehen. So, und so schaut er aus. Also, ihr merkt einen kleinen Unterschied. Ne? Samt, sie fühlt sich richtig gut an in der Hand und sehr cool. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt das Original links sprühen und den neuen rechts. So, die Sprüher waren immer so weit in Ordnung, nicht die besten, aber noch, oh, ja, das ist... Ach, geil. So, und jetzt kommen wir zu den neuen, der erstmal gesprüht werden muss. So. Der Sprüher ist besser. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oha, aber das ist nicht nur stärker. Das ist nicht nur stärker. Das ist auf jeden Fall anders. Etwas anders, also nicht gleich abschalten, also nicht der Duft. Das ist tiefer, cremiger und dieses Sprudel, dieses, wie soll ich das sagen, dieses Sprudelige am Anfang, das habt ihr hier nicht. Also vielleicht das, was in Marzocco im Original so gut war, was ihr so mögt, was so einzigartig ist, das haben sie jetzt ein bisschen gedämpft, beziehungsweise rausgenommen. Dafür habt ihr die DNA, aber eben nicht mehr wirklich so, wie sie im den Flakon hier ist, sondern einfach anders. Ich rieche den hier. Das ist erwachsener, cooler. Es ist schon, also aber... Ah, das ist mehr Luxus, das ist mehr Gentleman. Ja, also, oh, was ist da, der Background, das sind ja dieselben Inhaltsstoffe, glaube ich, geblieben. Es hat sich ja, was das angeht, nicht geändert, aber, ja, es, also die DNA habt ihr, ne? Aber das Sprudelige, was man so hat, wie soll ich das sagen, ist es das Sprudelige, ich glaube, das hatte ich auch gelesen, das Sprudelige, ist anders. Es ist einfach nicht mehr. Aber der ist gut. Und vor allen Dingen ist der stärker auch.
Also, wow. Das ist, was soll ich sagen? Also jetzt muss ich sagen, also wo der Mazzocco, der normale Mazzocco, ich habe erst überlegt, okay, wenn der gut ist, kann ich den weggeben. Nein, das werde ich nicht machen, weil das sind doch schon nicht zwei verschiedene Düfte. Aber wenn ihr was mehr Luxus haben wollt, mehr Tiefe, mehr Gentleman, mehr Meisterwerk, wirklich, deswegen, also das ist der beste Roberto Ugolini. Dann diesen Duft. Ich finde, dass der ein bisschen, jetzt kommt Opera oder Opera, irgendwie schwingt das irgendwie mit. Ich weiß es nicht. Und eine DNA, die auch hier oder die auch mich wieder an früher erinnert, nur anders als hier. Ich glaube, wenn ihr den nur oder den verkauft oder ich hoffe, ihr habt den noch nicht verkauft, dann werdet ihr das Opening werdet ihr vermissen. Das ist hier nicht so. Das ist hier nur gedämpfter und nicht so sprudelig. Ich sag das jetzt mal so. So, wirklich sprudelig. Also, das ist so ein Sprüher, aber das ist lecker. Also Mazzocco, egal, ob in der neuen Version oder in der alten Version, absolut ein Meisterwerk und geil. Was soll ich sagen? Und denn hier jetzt schön mit Samt, gefällt mir richtig gut. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass Mazzocco jetzt in der Estrella Parfüm schlechter wird. Nein, obwohl Haltbarkeit weiß man ja nicht oder Enziage, sonst hat man das ja oft, dass man in die Estrella Parfüm, dass sie immer schwächer ist als das Parfüm oder das Eau de Parfüm. Es gibt ja inzwischen so viele Sachen, fehlt nur noch das Le Parfüm und so weiter, ihr kennt das. Aber ja, mir gefällt es wirklich sehr gut, also wirklich gelungen und dieses, natürlich sind das immer die auf dieser bestimmten Seite, gibt's, ist eine hohe Bewertung, 9,5 aktuell, aber ich glaube, der wird weit oben bleiben und der wird auch besser abschneiden als der, aber das Opening ist eben nicht mehr das alte und ich glaube auch das, oder was heißt das Opening, die ganze DNA, die hier drin ist, ist hier jetzt ein bisschen verweinert, cremiger, erwachsener geworden, aber trotzdem schon die DNA, es ist kein anderer Duft, keine Angst, die DNA ist da, aber weicher, der ist harscher, ne? Im Endeffekt harscher meine ich mit kratziger, sprudeliger, das habt ihr nicht mehr. Wie gesagt, der ist ausbalanciert, der ist verfeinert worden und so weiter und so fort. Und ja, eine schöne OVP, das muss ich schon so lassen. Den lassen wir da mal schön drin. Hier ist er nochmal. Und ja, 250 Euro, es gibt nur 1200 Stück davon. Angeblich. Ich mache das ja immer nicht mit diesen limitierten. Warte mal. Es ist nämlich auch nicht. Also normalerweise, ich halte da ja immer nichts von, wenn ein Duft limitiert ist, dann sollte er nummeriert sein. Ich bin nicht der Meinung. Hier sehe ich aber keine Nummer. Es sei denn, das war an der. Nee, ich sehe, ist egal. Auf jeden Fall sind 1200 Stück davon nur, aber ich bin der Meinung, man sollte sowas immer nummerieren. Egal jetzt, egal in welche, ob das bei Parfüm ist, ob das bei Out, egal was man, es sollte nummeriert sein. Meiner Meinung nach, weil dann ist das an. Ja, dann ist es meiner Meinung nach richtig limitiert, weil so kann man, wenn gute Nachfrage ist, okay, dann machen wir doch nochmal auf 2000 und so weiter und so fort. Muss man nicht machen, mache ich auch viele nicht, aber ich finde das Nummerieren, das hat auch viel mehr einen Sammlerwert, wenn es nummeriert ist. Aber egal, darum geht es nicht, es geht um den Duft. Er wird ja jetzt schon ein bisschen weicher, hautnah. Ich muss aber dazu sagen, dass das ein Duft ist, der grundsätzlich immer ein bisschen, nicht verschwindet, aber hautnah ist, aber trotzdem da ist. Der Duft ist allgemein strange und einfach unique. So, er ist nicht so stark, aber da. So, und ich finde, dass auch, das wird auch bei dem passieren, aber ihr dürft nicht vergessen, weil jetzt ein Sprüher, gut, wenn ich jetzt eher Tiger ein Sprüher nehme, denn das reicht, ne? Das ist noch eine andere Liga. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe das, ob der jetzt so viel stärker wird, weiß ich nicht. Wenn ich das hier so rieche, wenn ich das so wahrnehme, weiß ich, kann ich das schon ungefähr einschätzen, dass das so an die 8, 9, vielleicht auch 10 Stunden geht und auf den Klamotten, aber auf jeden Fall mehr. Ich wollte auf jeden Fall euch mal sagen, das ist ein cooler Duft. Er ist jetzt erwachsen geworden. Das Brausige oder dieses Opening oder komplett diesen Duftverlauf, dieses Harsche, dieses Coole, was ihr sonst bei Mazzocco habt, ist gedämpft worden. Das wird wahrscheinlich manchen nicht gefallen.
Ist aber so. Ich werde den Duft natürlich in ferner Zukunft öfters jetzt vorstellen, weil der wird jetzt auch funktionieren. Das war jetzt erstmal First Impression, der erste Sniff und Unboxing. Und er wird jetzt die nächsten Tage in meinen Videos bestimmt erscheinen, weil ich ihn dann ja auch tragen werde. Und dann nochmal, ich will das jetzt auch nicht auf schnell machen. Mach mal hier, mach deswegen und auch jetzt nicht an den Tag, wo so viel Stress ist. Ne? Aber ich habe das Video für euch gemacht, mal schnell Unboxing. Und das ist wichtig. Also Leute, Mazzocco Extrait, der Parfum. 1200 Stück limitiert, nicht nummeriert, aber limitiert ist da und ich bin begeistert. Es ist schon so ein Meisterwerk im Endeffekt. Es ist ein einzigartiger Duft. So ein diese DNA hat kein anderer Duft und deswegen, das ist schon, ja, aber es ist ein bisschen. Es wird vielleicht manchen nicht so gefallen, weil manche hätten sich den einfach nur ein starker gewünscht und dann trotzdem dieses harschige, dieses typische, diese DNA, die ich nicht beschreiben kann von früher oder so eine schöne Süßspeise. Es geht auch gar nicht um die Inhaltsstoffe, die kann ich, das ist unwichtig, so riecht es trotzdem nicht. Also der Duft ist einzigartig und das macht den interessant. Also schreibt mal runter, habt ihr den vielleicht bestellt? Und wenn einer ihn kennt, das werden ja jetzt nicht so viele sein, es sei denn, auf der bestimmten Seite gibt es ja wieder so einen Scharing. Sagt mir mal Bescheid, ob ihr ihn kennt, was ihr davon haltet und was ihr überhaupt von Mazzocco haltet. Und dann, ja, haut rein, Grüße gehen raus an meine Mitglieder und ja, ich hoffe, euch gefällt das hier. Einfach mal nebenbei, ich dachte, das muss ich trotzdem, obwohl dieser Tag heute so voll ist, muss ich einfach mal dieses Video machen und dann natürlich noch fertig machen und dann alles nur in Stress, aber der Duft war es mir wert und muss einfach so sein. Ist auch ein bisschen so, kommt jetzt so ein bisschen trocken rüber. Und so ein bisschen wie so ein Buch. Ah, ist geil. Der Duft ist absolut nice. Also Leute, haut rein.